Ich bin unlängst über einen schönen Begriff gestolpert, als ich mich wieder mit Neville Goddard auseinandergesetzt habe, und der lautet Astralarchitektur. Ja, ein wunderbarer Begriff, der klingt sehr faszinierend, und das ist es auch, denn er beschreibt uns sowohl theoretisch als auch in praktischer Anwendung, wie wir eigentlich mit Visualisierungen ideal manifestieren können. Und vielleicht ist das nicht jedermanns Sache, das so kompliziert zu machen, aber es tut dem Gehirn gut zu verstehen, warum und wieso etwas funktioniert, und vor allem können wir es dann anderen vielleicht auch besser erklären. Viel Spaß mit diesem Video! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin, und ich beschäftige mich sehr intensiv mit Manifestationstechniken und Metaphysik. Und eine der besten Quellen dafür sind die Bücher von Neville Goddard. Der Begriff Astralarchitektur hat mich jetzt besonders fasziniert, und ich möchte ihn in einer einfachen und modernen Sprache hier ein bisschen weitergeben. Denn das ist ein Konzept, das eigentlich erklärt, warum Visualisierungen funktionieren oder wie wir eigentlich, ich sag mal, theoretisch unsere Realität gestalten und manifestieren. Ja, dieses riesige Bewusstsein ist so etwas wie ein Ozean des Lichts, beschreibt Neville Goddard. Es gibt auch andere Autoren wie Wallace Wattles, der nennt das formbares Fluidum. Also du kannst dir vorstellen, es gibt da so eine Energie, ein Licht von mir aus, das ich in Form bringen kann, aus dem ich gestalten kann, ähnlich wie ein Töpfer oder vielleicht ein Bildhauer. So ähnlich kann man sich das vorstellen, dass wir mit unseren Gedanken hier Formen zur Verfügung stellen, in die dieses Licht fällt. Und ähnlich wie bei einem Prisma, da spalten sich ja auch das weiße Licht auf in sehr viele bunte Lichtstrahlen. So ähnlich passiert das auch mit unseren Gedanken. Und er erklärt uns das ähnlich wie Einstein auch, dass diese Lichtfrequenzen unterschiedlich schnell sind. Und durch unsere Gedanken können wir sie eben ja verlangsamen oder ja, schneller lassen, aber wir können hier eine Vielfalt von Licht erzeugen. Ja, das Ganze klingt jetzt ein wenig kompliziert. Tatsächlich soll es uns nur eine Idee geben, wie das große Bild aussieht. Es ist also Bewusstsein da, und es liegt nur an mir selbst, was ich daraus mache. Ein wesentlicher Schlüssel bei diesem Manifestieren oder bei dieser Formgebung ist das Konzept, das wir von uns selber haben. Denn aus irgendeinem Grund dürfte uns im Außen nur das begegnen, was wir auch erwarten, dass uns als Person begegnen soll. Also das ist irgendwie eine Logik, ich denke, die jedermann vertraut ist. Wir kennen sie aus der Psychologie, aus den selbsterfüllenden Prophezeiungen oder auch aus dem Spiegelgesetz, wo wir im Prinzip in andere das hineinspiegeln, was wir von uns selbst kennen. Das heißt, wir müssen immer bei uns selbst anfangen und dabei, wie wir uns selbst sehen. Und da ist natürlich der Selbstwert und Selbstvertrauen sind da zentrale Elemente. Das heißt, ich möchte mir ein Selbstbild bauen, wo ich wertvoll bin, wo ich ein wichtiger Beitrag für diese Welt bin, wo ich etwas Tolles manifestieren kann oder auch einem, ja, anderen helfen, für andere ein wichtiger Mitspieler bin. Und egal, wie mich andere bewerten oder sehen, es zählt viel mehr, wie ich mich selbst sehe. Und damit müssen wir uns eigentlich mehr beschäftigen. Das heißt, das muss eigentlich der erste Schritt sein in unserer bewussten Manifestation, dass wir uns über uns selbst Gedanken machen und über die Person, die wir gerne sein wollen. Und dann erst in diesen Zustand hineinbegeben, wie es ist, diese Person zu sein.
Ja, wenn man das unbewusst macht, dann passiert es sehr häufig über Träume. Und dazu gibt es auch sehr viel Interessantes aus dem Schamanismus. Also ich habe da sehr viel auch mit dem mexikanischen Schamanismus geforscht. Und dort geht es sehr viel um die luziden Träume, das heißt die Träume, in denen wir wach werden und sie selbst steuern können. Aber wir verwenden natürlich auch Tagträume und die können wir bewusst selbst steuern. Eine dritte Möglichkeit ist natürlich auch, dass man sich an anderen das abschaut, was man gern haben möchte und darauf immer wieder seine Aufmerksamkeit richtet und sich selbst versucht, da hinein zu versetzen. Ich habe das ganz gerne, wenn ich das mit Filmen machen kann. Wenn ich zum Beispiel Leute sehe, meine Netflix-Serien, die was Tolles geleistet haben, die mental stark sind, dann fokussiere ich gerne auf sie, versuche mich in sie hinein zu versetzen und das ein wenig zu übernehmen. Tatsache ist aber, dass egal worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir denken, vor allem wenn wir uns über andere ärgern, ja, dass wir genau das übernehmen als Selbstkonzept. Das heißt, diese Astralarchitektur, da geht es weniger darum, eine Astralreise zu machen und dort jetzt irgendwas Besonderes zu tun, sondern es geht vielmehr darum, dass uns klar wird, dass auf dieser mentalen Ebene und auch dieser emotionalen Ebene, dass wir da erschaffen. Da beginnt der Architekturprozess, das Planen, die Blaupause, wenn man so möchte, für das, was sich immer mehr verdichtet und schließlich materiell wird und uns in unserer Realität, in unserem Außen begegnet. Das hat zum einen auch mit unserem Körper zu tun, also mit uns selbst und wie wir sind, aber auch mit der Reflexion der Leute, die auf uns zukommen oder denen wir begegnen, die wir beobachten, etc. Ein sehr interessantes Konzept. Ich hoffe, es hat dir ein wenig Idee gegeben, wie man das Manifestieren oder die Realitätsgestaltung auch ein wenig, ich sag mal, gehobener oder intellektueller beschreiben kann. Zumindest Skeptikern, die eher aus der Wissenschaft kommen, kann man da ein schönes Wort und ein schönes Konzept präsentieren. So viel von mir heute. Das nächste Mal wieder mit Tipps und vielleicht ein paar Ideen. Schauen wir mal. Alles Liebe und bis dann. Aloha!